Ziel! Yes! Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Maker 2 Story Mode. Okay, da gab kein Miau, aber... Egal, willkommen zurück. Ich hab's Level endlich geschafft, ich hab's euch erspart. Das meine ganzen Fails anzusehen und ja, yeah, 45% haben wir, waren bald die Hälfte. Ja, machen wir weiter. So, was gibt's denn noch? Im Tal der Winde. Nachts steht uns ein sternenklarer Himmel bevor. Es werden jedoch starke Winde aus westlicher Richtung erwartet. Und aus östlicher Richtung auch. Der Wetterdienst empfiehlt, schnell den Heimweg anzutreten. Meteorologen. Die hatten wir auch, glaube ich, schon mal. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, die hatten wir schon mal. Ja, kann gut sein. Okay, alright. Ich mag das Theme. Das ist echt nice. Das Theme ist echt nice. Ich will die 30er. Das ist nur eine 10er. Aber trotzdem will ich sie gern haben. Dankeschön. Dumm. Münzen sind wichtig in diesem Mode. Ja. Oh. Ah, das haben wir doch schon im Trailer gesehen. Da kommt gleich ein Bum-Bum-Mann geflogen. Ne? Richtig? Habe ich recht? Hier kommt gleich ein Bum-Bum. Ey, sowas ist aber auch cool. Sowas ist auch echt cool. Warum gibt es eigentlich ein One-Up hier? Warum gibt es überhaupt One-Ups in diesem Modus? Das bringt irgendwie gar nichts, finde ich. So, gib her die Feuerflower. Wow. Okay. Pretty easy so far. Ich habe mich leider treffen lassen. Das ist sehr belastend. Nein, eigentlich nicht. Ah, aua. Danke, Bum Bum. Aber egal, ich kriege ja hier wieder eine Feuerblume. Cool wäre gewesen. Bisschen auch fies. Man sieht ja im Hintergrund diese Dinger, diese Sterne. Ich dachte erstmal, das wären irgendwelche diese Spike-Blöcke. Das wäre cool gewesen. Wären überall doch so Spike-Blöcke gewesen. Man musste über die drüber springen oder so. Das finde ich nice. Wisst ihr? Was ich meine? Wo gibt's hier einen Schlüssel? Wo gab's hier einen Schlüssel? Ach, der Bum-Bum! Haha! Den Bum-Bum! Na egal, wusste ich jetzt nicht. Ich bin nicht drauf gekommen. Tut mir leid. Dasselbe mache ich jetzt bestimmt nicht nochmal. Ah, das könnte ich vergessen, du! Das könnte ich vergessen! Ja? Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt eigentlich ist. Na egal. 49%, krass. Die schreckliche Wippenfestung. Aus dieser Festung gibt es keinen Entkommen. Um die Wippen richtig ausnutzen zu können, muss man schon etwas mehr Kampfgewicht auf die Waage bringen, als Mario, dieser Wicht. Papa von Anonym. Weiß nie, was ich sagen soll. Bei den Ladescreens. Deshalb bin ich mir so leise da. Badidabadabada. Ja gut, wie ein Schloss. Ja doch, sieht aus wie ein Schloss, aber es sieht jetzt aus, nicht aus wie ein gefährliches Schloss. Sieht aus wie so eine Wüstenpyramide. Stimmt, ich habe eine gute Idee, man könnte so eine Pyramide bauen. Damn, diese Level geben mir Ideen. Ja, der war jetzt nicht schwer versteckt. Dieser Effekt. Sonst sind wir in der Pyramide drin, I guess. Wie lange dauert das? Mensch. Ach, Nintendo. Beeilt euch. Ach, ich habe keinen Bock. Geht doch. So, ich habe Bock auf eine Starcoin. Dankeschön. Hui. Score. Oh, einen Moment, mein PC-Bildschirm ist gerade ausgegangen. Alles läuft noch? Alles läuft noch. Picobello. Alles super. Boing. Oder so. Was soll ich machen?
Ah, das geht? Oh lol, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Cool. Die Piranha-Scheiße muss leider auch nach oben. Oder geht das wegen ihr nicht? Das muss doch irgendwie gehen. Ach, der. Warte, bin ich schwerer mit dem Schuh? Oh lol! Oh lol, das wusste ich gar nicht. Hey, hier lernt man ja voll was. Ja, nice. Woo! So, weg mit euch. Wie treffen das bitte? Dankeschön. Jetzt habe ich den Schuh eh verloren. Na, dann ist ja auch egal. Ach, man kann nicht sliden, diesen Theme, ne? Okay, ich dachte gerade schon, er könnte irgendwie zu mir kommen. Aber das kann er nicht. Ach, ich glaube... Ah, ich verstehe schon. Ich muss die Bomb-Oms... Das habe ich jetzt nicht gewollt. Aber das sah immer mega nice aus. Das ist ja ein mega nice Nintendo. Jetzt nach oben. Ja, okay. Very nice, Nintendo. Oh, ich hab sie bekommen. Boing, boing. Was soll ich machen? Warum geht er nicht nach oben? Ich weiß, ich bin gerade leise. Aber ich muss erst mal rausfinden, wie ich das mache. Ah, ich verstehe schon. Den dann nach oben schieben und dann... Bam! Wegkicken. Da war gerade irgendein Sound, den habe ich gerade nicht gehört. Pilzi, dankeschön. Okay, was muss ich hier machen? Hier hoch. Ich verstehe schon. Das wird AIDS. Ach, warte, ich muss. Ja. Ich muss den Knochen trocken hier hochbringen. Ach, zumindest ist er wie ein roter Cooper, dass er nicht runterfällt. Immerhin das. Weil sonst wäre es ein mega AIDS gewesen. Würde jetzt die ganze Zeit runterfallen. Ja, das macht so ein Geräusch wegen den, weil dann, wenn ein Gegner auf den Notenblock kommt, dann macht es immer andere Geräusche, soweit ich weiß. Ich kenne mich mit Musiklevel nicht aus, okay? So, und jetzt muss ich... Bam! Nice. Ein One-Up! 100 Münzen. Oh, lol. Ich habe irgendwas geskippt gerade, glaube ich. Uff. Ungewollt. Ah, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite der Pyramide. Yay! Freihoid! Was? Hier gibt's was? Hier gibt's einen Effekt. Mehr gibt's hier aber nicht. Was? Einen Moment, Leute. Das will ich mir noch kurz anschauen, was passiert, wenn ich jetzt... Warum falle ich durch den Block immer durch? Ja, ich will's herausfinden. Da oben! Nein! Das will ich holen. Aber nicht sterben. Ich will nicht sterben. Und warum ist das eigentlich so, dass die auf die Seite da kippen? Och, ich krieg die Münze nicht. Nein. Ach, nee. Jetzt bin ich abgenervt. Nee. Da könnt ihr mich mal. Jetzt bin ich böse. Yeah. Egal, ich habe schon mehr als 100 Münzen hier rausbekommen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Nice Level. Ring. Und die 50% kommen gleich mit dazu. Aber mehr als 50%, 100% nicht auf jeden Fall. Bam, der hier, der Ostflügel, erstes Obergeschoss ist fertig. Und der Westflügel, erstes, oh, nee, hier die Tore meine ich. Oh, sorry. Nice, 52% nur. Okay, ich dachte, das kommt mit so wie 55% oder so. Egal. Was können wir noch machen? Ich würde sagen... Oh, alles gut mit der Audio? Ja. Machen wir doch hier die Ostflügel. Die Tore vom Ostflügel. Warum nicht?
Yes. Okay. Gibt's sonst noch irgendwas zu machen? Wow, wow, guten Tag, wow, wow. Gibt's irgendwas Neues? Ist irgendwas Neues aufgetaucht? Ich weiß nicht, was das ist. An die Blöcke komme ich nicht ran und der will auch nicht mit mir reden. Der Wow, wow, dem geht's gut. Und hier rechts. Der ist immer noch am Pennen. Oh! Gibt's eine Quest? Ich hab gehört, der rote Tod ist zurück. Was für eine Erleichterung. Tja, wie dem auch sei. Guck mal, Mario, der gelbe Tod schläft hier einfach, während die anderen schuften. Wollen wir ihn aufwecken? Der Powerblock-Aufwecker. Wenn du mit Powerblöcken ordentlich Rabatz machst, wacht die Schlafmütze sicher auf. Und zufällig wüsste ich auch die perfekte Stelle, wo es vor Powerblöcken nur so wimmelt. Also dann, tob dich aus. Let's go. Wir sollen Lärm machen mit Powerblöcken. Besiege alle 9 Stachis. Okay, warum auch immer. Ich dachte, ich soll jetzt alle Powerblöcke irgendwie kaputt machen. Hä? Was? Was soll ich rein? Okay. Ich hab schon so viel Zeit verschwendet, weil ich dachte, da kommt irgendwas raus. Oh Gott! Kacke! Das kam so unerwartet. Jetzt habe ich die Münze gepasst, aber egal. Bam! Bam! Was? Oh nein, ich hab mich einquetschen lassen. Ah, jetzt kommt wieder Luigi und nervt mich. Ey, I do it. Nein, du machst das nicht, Luigi. Lass mich in Ruhe. Weißt du, lass ich dich ins Spiel Mario Maker 2, weißt du? In den ganzen, hey, es gibt 2 Spielermodus. Und dann kommst du an und nervst mich. Was soll denn das, Luigi? Oh nein. Boah, da ist sogar ein Angry Sun. Okay, die Zeit ist großzügig. Immerhin. Ja, das sage ich. Bei 50 Sekunden großzügig. Aber ist auch ein sehr, sehr kurzes Level. Keine Ahnung, es hat so wenig Abwechslung gehabt. Ich fände es besser, gäbe es mehrere Ebenen von Stachis oder so. Keine Ahnung. So, wach jetzt mal auf. Bum, bum. Wach auf, Kleiner. Hast du zumindest gut geschlafen? Danke für die Hilfe, Mario. Kein Problem. Habe ich irgendwas verpasst? Ach, egal. Jetzt bin ich auf jeden Fall gut ausgeschlafen. Ich konnte von der Bauleiterin gewünschten Steinquader einfach nicht finden. Da habe ich mich erstmal hingelegt. Aber jetzt, wo du hier bist, ist ja alles geregelt. Du besorgst ganz einfach den Steinquader für mich, oder? Am besten sofort. Der unterirdische Steinquader. Steinbruch. Die Bauleiterin besteht darauf, dass wir ganz spezielle Steinquader verwenden, die es nur in Höhlen gibt. Das Problem ist, dass sie nicht gerade einfach da rauszubekommen sind. Sagt er, und das Level ist 1 Stern von 4. Würdest du einen Steinquader für uns besorgen? Natürlich, ihr Faulpelze. Vor allem du, die die ganze Zeit schläft. Man schläft nicht auf der Arbeit? Ist egal, ob das irgendwie... Der Chef oder die Chefin da nicht juckt, das machen wir nicht. Oh, das ist cool. Seht ihr das hier an der Wänden? An den Wänden sind so diese Quader. Oh lol, das wirkt so richtig wie so eine Mine. Wie so eine Steinquadermine. Mich würde mal wirklich interessieren, wie diese Dinge auf Englisch heißen. Was das jemand weiß? Ab in die Kommis. Joschinski! Joshua ist wieder back am Stille. Oh, lol, was habe ich nachher für einen Trick gemacht? Tschüss, Yoshi. Nein! Achso, ich muss einen Steinquader in der Hand haben. Wait, einen Steinquader in der Hand haben? Ich habe hier keinen Steinquader gesehen, den ich aufnehmen konnte. Was soll das denn hier bitte? Also ehrlich, Mann. Wo gab es denn hier einen Steinquader, den ich aufnehmen konnte? Wo? Wo gibt es hier einen Steinquader? Wo? Spiel wo? Oh nein, Yoshi. Yoshi, 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 Yoshi! Anfang? Jetzt bin ich verwirrt. Wo gab es denn hier einen Steinquader? Ach so! Oh lol! Ach so! Ah, das ist cool.
Ich meine, muss man erstmal drauf kommen, aber immerhin ist die Zeit dafür großzügig genug. Ich meine, klar, jetzt hätten die mir... Ich finde, die hätten mir vielleicht noch irgendwie... Vielleicht 100 Sekunden oder so abziehen können. Warte, verdammt, ich brauche noch Yoshi, um da hochzukommen. Ja, okay, ich sag nichts mit den 100, Dings abziehen. Hey, ist mir noch ein Job, wie komme ich da jetzt hoch? Warum bin ich eigentlich so langsam mit dem Ding? Ist das normal auch so? Nee, oder? Kann ich ihn nach oben schmeißen? Bitte sag mir. Ach doch, Mario World! Ich kann nach oben schmeißen. Und damit Yoshi nach oben springt. Ach, das war klar. Okay, machen wir jetzt einen Perfect Try und einen Perfect Run und dann hören wir auf heute. Das muss man erstmal verstehen hier, finde ich. So, wir holen uns erstmal Yoshi ins Ski. Ne, wo ist der kleine Yoshi? Yoshi! Wo sind sie? Da ist er. Komm her. Dann können wir erstmal die ganzen... das ganze Ungeziefer... Wenn es kein Ungeziefer ist, ich nenne es jetzt einfach so. Yoshi? Katze bitte. Yoshi? Yoshi! Yoshi! Kann man eigentlich nur diesen Quader hier bekommen? Ah, ich finde es blöd, dass es nicht... Das könnten ja zumindest kennzeichnen können oder so. Weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie... Ja. Hä, ich kann das doch nach oben schmeißen, oder nicht? Ach, was? Ich muss erstmal die anderen killen, oder? Ah, ich mache einen Cut für euch. So, Leute, zurück an Ort und Stelle. Wie mache ich das? Die muss ich alle drei killen, ne? Habe ich das so richtig verstanden? Damit die mich nicht abfacken. So. Das hier dahin packen, ne? Yoshi, darf ich bitte? Dankeschön. Das dann noch. Also erstmal hier noch ganz oben kommen. Und dann nach oben schmeißen. Nicht? Wie kommen wir denn da nach oben? Was? Wie kommen wir denn da nach oben? Mit Yoshi kann man doch noch nicht hoch. Schau. Der schafft das nie im Leben. So schafft das. Ach. Oh, ach so. Ja, ich finde das fies. Das Level fand ich fies. Persönlich fand ich das ziemlich fies. Und damit war's mit dieser Folge, Leute. Haut rein. Und wenn es euch gefallen hat, eine positive Wertung würde mich freuen. Schau auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Und ja, ich rede noch kurz mit dem Toad. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Achso, der redet schon selber mit mir. Danke für den Steinquader. Ich werde ein echtes Kunstwerk daraus machen. Wart's nur ab. Oh, okay. Ja, es geht noch weiter. Oh. Ein Pixel-Gumba auf einer Röhre. Wie cool. 55%. Ja, mehr auf die, er hat die Hälfte, Leute. Ach, wie cool. Er hat sogar noch mehr für uns. Danke für den Steinquader. Ich habe daraus eine Gumba-Skulptur gemeißelt. Einfach, weil ich es kann. Süß, oder nicht? Ich hätte da auch noch einen Auftrag für dich. Willst du was sehen? Ja, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Haut rein.